Die 10 Gebote für Neugierige von Fabian Vogt. Das kleine Handbuch kluger Entscheidungen, gelesen, vorgelesen von Lothar Lehner mit einem Anreiz, das Büchlein vielleicht doch zu bestellen, zu kaufen. Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser neuen Reihe, die ich hiermit eröffne, indem ich immer wieder Texte oder Büchlein zitiere, vorlese, um Anreize zu geben, sich auch mit der christlich-jüdischen Geschichte und auch Literatur zu beschäftigen, auch mit religiösen, theologisch-philosophischen Fragen. Und ich hoffe, dass ich die eine oder den anderen damit auch erreichen und nicht nur erreichen, sondern auch begeistern kann. Ja, erschienen ist das Büchlein in der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig. Die 10 Gebote für Neugierige, wie gesagt, das kleine Handbuch kluger Entscheidungen. Fabian Vogt wurde 1967 in Frankfurt am Main geboren, ist Schriftsteller und Künstler. Und wenn er nicht gerade als promovierter Teilzeittheologe kreative Ideen für kirchliche Kommunikationskonzepte entwickelt oder seine Leidenschaft für Geschichten auf der Kabarettbühne auslebt, Stichwort Duo Camillo, schreibt er eben auch. Und in der Reihe der bislang erschienenen Werke gibt es mittlerweile Luther für Neugierige, Bibel für Neugierige, Kirchengeschichten für Neugierige, Gott für Neugierige und eben dieses Büchlein, die 10 Gebote für Neugierige, das ich Ihnen hier etwas näher bringen möchte. Für alle, die schon immer wissen wollten, was gut ist, so beginnt das Büchlein. Im Vorwort lesen wir, der Dekalog ist das Porträt der Menschlichkeit, ein Zitat von Alexander von Villers. Wie war das nochmal mit Mose und den 10 Geboten? Sind die wirklich in Stein gemeißelt, wie die Bibel behauptet? Oder möglicherweise doch Verhandlungssache? Hat Gott seine exzentrische Hausordnung damals mit voluminöser Stimme vom Himmel herab diktiert? Oder hat er persönlich den Hammer geschwungen? In Klammer, woher hat Gott überhaupt einen Hammer? Vielleicht von Thor geliehen? Oder bei Mose bestellt, Klammer zu? Außerdem, wer sagt denn, dass so eine rund 3000 Jahre alte Satzung heute überhaupt noch gültig ist? Und wenn ja, warum? Noch wichtiger aber könnte die Frage sein, geht es bei diesen 10 Richtlinien vor allem um himmlische Vorschriften oder eher um faszinierende Angebote für ein befreites Leben? Legen diese Regeln den Menschen Fesseln an oder erweisen sie sich als äußerst kluge Richtschnur, die ermutigt, selbst Verantwortung für sich und andere zu übernehmen? Postmodern darf man zudem fragen, gelten die 10 Gebote wirklich überall, also auch in der virtuellen Realität, in der wir in Zuckerspielen fröhlich Zombies wegbannen? Sprich, kann man mit solchen antiken Ideen heute ernsthafte Aussagen über Atomkraft, Populismus, die Klimaerwärmung und den Sinn oder Unsinn von Katzenvideos treffen? Und reicht es nicht auch, wenn man nur, sagen wir mal, 7 der Gebote hält? Fragen über Fragen. Kein Wunder, die 10 Gebote bewegen die Menschheit seit Jahrtausenden. Ja, sie sind so etwas wie eine Grundordnung der humanen Existenz. Das erkennen sogar diejenigen an, die mit dem Glauben gar nicht viel am Hut haben. Vielleicht, weil jede und jeder ahnt, ohne Werte funktioniert die Welt nicht. Wenn einzelne Personen, Kommunen oder ganze Staaten dauerhaft zusammenleben wollen, dann braucht es dafür nun mal eine gemeinsame Spielregel. Es braucht dafür gemeinsame Spielregeln, sinnvolle Grundsätze, nach denen das Miteinander gestaltet wird.
Außerdem steht jedes Individuum ständig vor der Herausforderung, relevante Entscheidungen treffen zu müssen. Da kann es gewiss nicht schaden, wenn wir gewisse Vorstellungen haben, welches Verhalten sich wohl als klug und welches sich eher als unklug erweisen könnte. Anders ausgedrückt, ich möchte wissen, was gut und richtig ist, damit ich mein Leben anständig gestalten kann. Und offensichtlich versteht sich das Tun des Richtigen nicht von selbst. Jedenfalls nicht so, dass sich alle gleichermaßen daran halten würden. Tja, und nun kamen da schon vor tausenden Jahren oder Jahrtausenden einige beseelte Menschen daher und erklärten frech, hier in diesen 10 Geboten steckt eigentlich alles drin, was man wissen muss, um eine starke Gemeinschaft aufzubauen und um als Einzelner in seinem Leben die richtigen Entscheidungen zu fällen. Eine ziemlich steile These, finde ich. Und ich würde gerne mit Ihnen in diesem kleinen Buch mal neugierig schauen und prüfen, ob sie denn stimmt. Dabei verspreche ich Ihnen schon jetzt, das wird ein äußerst faszinierender und anregender Streifzug durch die wunderbare Welt existenzieller Prinzipien und damit zugleich ein fröhlicher Ausflug ins Land der Lebenskunst. Eines kann man jedenfalls sofort sagen. Die 10 Gebote gehören ins Heute und bis heute zum Fundament unserer europäischen Kultur. Und sie sind nach wie vor einer der bekanntesten Bibeltexte überhaupt. Vielleicht auch deshalb, weil sie, wenn man den Überlieferungen trauen mag, die allerersten Worte sind, die in der Geschichte des Volkes Israel für die Nachwelt schriftlich festgehalten wurden. Und weil tatsächlich im Alten Testament stolz erwähnt wird, Gott habe die Gebote wahrhaft mit eigener Hand geschrieben, in Klammer, womit schon die erste der Anfangsfragen beantwortet wäre, Klammer zu. Nebenbei, allein das ist eine literarische Sensation. Schließlich hat der Schöpfer des Himmels und der Erde weder vorher noch nachher jemals wieder persönlich zu einem Schreibgerät gegriffen. Unglaublich, oder? Verständlich, dass dieses einzigartige Manuskript lange Zeit in der Bundeslade, also einem besonders edlen Schmuckkasten, aufbewahrt wurde. Und schade, dass das Original trotzdem irgendwann verloren ging. Unbestreitbar bleibt aber, in den 10 Geboten stecken viele Ideen, die unsere Gesellschaft bis heute deutlich prägen, zum Beispiel die 7-Tage-Woche. Die war in der Antike nämlich keineswegs selbstverständlich, sondern wurde durch das Judentum und die 10 Gebote massiv gepusht. Und dass wir jede Woche einen freien Tag haben, um zu regenerieren und das Leben zu feiern, nämlich den Sonntag, zumindest ist er in den meisten Berufen frei, verdanken wir ebenfalls dieser uralten Ideensammlung eines Wüstenvolks, in dem später einige Idealisten durch Jesus und seine Jünger angeregt wurden, ein derart kostbares Gedankengut auch dem Rest der Welt kundzutun. Kritiker bemerken allerdings gerne, dass es die meisten der 10 Gebote vorher auch schon in anderen Religionen gab und fragen dementsprechend, ob sich hinter der vielgepriesenen biblischen Auflistung von Verhaltensnormen nicht vielleicht vielmehr eine Art universelles Sittengesetz verbirgt, ein Naturrecht, das der Mensch als Rudelwesen ohnehin im Blut hat. Anders ausgedrückt, braucht es überhaupt so etwas wie Religion, um sich vernünftig zu benehmen? So ganz Unrecht haben diese Leute nicht. Natürlich kennen auch andere Kulturen ethische Maßstäbe. Teilweise ganz ergreifende und einige davon sind sogar in einer ähnlichen Zeit entstanden. Etwa der Buddhismus oder die Lehren von Konfuzius und Lao Tse. Selbst die Entdecker von Australien waren viele Jahrhunderte später total überrascht, als sie feststellten, dass die dortigen Ureinwohner, die Aborigines, sehr ausgefeilte Verhaltensnormen hatten, nach denen sie ihre Stämme organisierten, obwohl sie noch nie etwas von den 10 Geboten oder vom Volk Israel gehört hatten. Erstaunlich. Forscher haben zudem herausgefunden, dass viele Tiergattungen ihr Miteinander ebenfalls nach klaren Regeln gestalten.
Regeln, an die sich die meisten Geschöpfe halten, weil sonst die Strukturen des Rudels, des Schwarms oder der Herde ganz schnell zusammenbrechen würden. Es scheint also tatsächlich ein ganz natürliches Streben nach verbindlichen Prinzipien für den Erhalt einer Gemeinschaft zu existieren. Was ja eine ziemlich beruhigende Erkenntnis darstellt. Trotzdem gibt es etwas, das die 10 Gebote von fast allen anderen ethischen Ordnungen unterscheidet. Sozusagen ein markantes Alleinstellungsmerkmal. Und dieses Alleinstellungsmerkmal lautet, die 10 Gebote sind Teil einer großen Geschichte, eines größeren Ganzen. Das bedeutet, ihren tieferen Sinn versteht man nur, wenn man die dazugehörige Geschichte kennt. Ja, erst diese Geschichte macht aus einer Ansammlung von Regeln ein einzigartiges Gesamtkunstwerk, das dem Menschen eine unfassbar befreiende Lebensperspektive schenkt. Es ging Gott bei den 10 Geboten nämlich nie um das sklavische Einhalten einer Ordnung im Sinne einer diktatorischen Norm, sondern um eine kluge Gestaltungsvorlage für die Freiheit, die er den Menschen schenken möchte. Und wer diese Gebrauchsanweisung verinnerlicht, der lebt anders als vorher. Heiterer, entspannter, leidenschaftlicher, vor allem aber bewusster. Deshalb irren sich alle, die diese Maximen im Laufe der Jahrhunderte als Drohbotschaft verstanden und genutzt haben. Und bedauerlicherweise waren das ziemlich viele. Erschreckend viele sogar. Ganze Generationen wurden damit gequält und verstört, dass man ihnen erklärt hat, wenn du dich nicht brav an die 10 Gebote hältst, dann kommst du in die Hölle. Das ist Quatsch und war niemals so gedacht. Gott denkt sich doch keine Regeln aus, die Menschen Angst machen. Wer so etwas meint, der hat das Wesentliche des christlichen Glaubens nicht verstanden, von dem es heißt, dass er die Liebe ist, möchte, dass es den Menschen gut geht. Und die 10 Gebote wollen keine Geißeln oder Schrecken sein, sondern eine Gebrauchsanleitung fürs Leben. Lebenskluge Ratschläge, die dem Menschen quasi auf den Leib geschrieben sind. Deshalb kann man sie auch so schön an 10 Fingern abzählen. In Psalm 119 steht der großartige Satz, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Genauso sollte man die 10 Gebote verstehen. Sie sind wie 10 Lichter, 10 Leuchttürme, die das Leben hell machen können und den Weg weisen. Und wie das genau funktioniert, das werden wir uns auf den folgenden Seiten in aller Ruhe anschauen. Nun fragen sich einige unter Ihnen eventuell, warum hat diese Einführung in die 10 Gebote den anmaßenden Titel Handbuch? Ganz einfach. Möchte man im 21. Jahrhundert irgendwoher Antworten bekommen, etwa weil der Computer kryptische Warnmeldungen ausspuckt, das Auto quietscht und qualmt, ein unbekanntes 2 Meter langes Reptil im Garten herumkriecht oder die Liebesbeziehung in die Weltfinanzkrise gerät, dann besorgt man sich im Internet oder in haptischer Form genau ein Handbuch zum Nachschlagen und zum Lösungen finden. Nun, das, was Sie gerade in den Händen halten, versteht sich in diesem Sinn als Handbuch. Eben eines der richtigen Entscheidungen. Und es hat den festen Willen, Ihre Fragen auf anregende Weise zu beantworten. Fundiert, hilfreich und fröhlich verschafft es einen Überblick über die göttlichen Anregungen für ein erfülltes Erdenleben, und zwar ein Erdenleben, das sich der himmlischen Dimension des Daseins jederzeit bewusst ist. Dabei verweile ich bewusst nicht bei den Theorien ethischer Kategorien und Konzepte. Die sind zwar hochinteressant, würden aber den Rahmen dieser kleinen Einleitung sprengen. Mir geht es vor allem darum, Ihnen etwas von der zeitlosen Kraft der 10 Gebote deutlich zu machen, weil ich glaube, dass ihre Botschaft heute genauso brisant und hilfreich ist wie vor 3000 Jahren.
Und jetzt lassen Sie uns eintauchen in die Welt des klugen Verhaltens. Früher nannte man so etwas gerne Sittlichkeit, Anstand, Tugend. Heute Moral oder eben Ethik. Vielleicht verbirgt sich dahinter aber vor allem die Frage nach der Lebenseinstellung oder der Haltung, die ein Mensch braucht, um seinen Alltag nachhaltig bewältigen zu können. Insofern wünsche ich mir, dass Sie nach der Lektüre dieses Buches nicht nur dem Geheimnis der 10 Gebote auf die Schliche gekommen sind, sondern auch Lust haben, eine horizonterweiternde Lebenseinstellung zu wagen. Es lohnt sich. Eine anregende Lektüre wünscht Fabian Vogt. So viel zum Vorwort dieses Buches. Wie gesagt, ich werde in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder ein Kapitel vorlesen und würde mich freuen, wenn Sie, diejenige oder derjenige, die eine oder der andere, etwas Interesse finden könnte an diesem wunderbaren Kulturgut Jamer und an diesen Lebensregeln für ein gelingendes Leben. An den 10 Geboten des Gottes Israel. Es las und es sprach Lothar Lehner.